Liebe Gemeinde, hier in der Kirche und in den Häusern des Johannesstifts, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Abendlese hier in der Stiftskirche. Die Orgel haben wir schon gehört, wir freuen uns auf mehr. Herzlichen Dank, Herr Reichert, und die Kirche vorbereitet hat Christoph Scholz. Auch vielen Dank dafür. Mein Name ist Ingo Moy und ich freue mich, mal wieder die Abendlese gemeinsam mit Ihnen feiern zu dürfen. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab, dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn es Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied 168, du hast uns, Herr, gerufen. Ich bin vergesslich. Da gibt es nichts zu deuten.
Ob es schon immer so war oder erst im Alter gekommen ist, ich weiß das nicht, aber ich bin vergesslich. Das fängt beim morgendlichen Verlassen der Wohnung an. Die Brille, das Portemonnaie und wenn es wirklich schlimm kommt, den Schlüssel. Gott sei Dank habe ich mittlerweile einen Ersatzschlüssel bei Freunden geparkt, um mir das Geld für den Schlüsseldienst zu sparen. In der letzten Zeit ist das Vergessen der Atemschutzmaske hinzugekommen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon vor der Bank, vor dem Supermarkt oder vor dem Büro gestanden habe und dachte, du hast deine Atemschutzmaske vergessen. Ich vergesse also einiges und darum schreibe ich mir eigentlich alles auf. Mache unzählige Listen mit Dingen, die es noch zu erledigen und zu bedenken gilt, um ja nichts zu vergessen. Wenn man dann noch im Johannesstift arbeitet und auch noch in der Schönwalder Allee 26 wohnt, dann ist das gar nicht so einfach. Gehe ich nämlich von meiner Wohnung zu meinem Büro oder von meinem Büro zur Buchhandlung, da treffe ich, auch im Lockdown, so manches bekanntes Gesicht. Wir sind halt doch ein Dorf. Und da gibt es so manches Gespräch im Vorübergehen. Dann wird da nicht nur der neueste Tratsch ausgetauscht, die neuesten Neuigkeiten, der Sellmarkt schließt. Nein, da trifft man auch durchaus die ein oder andere Verabredung und Absprache. In dem Wissen um meine Vergesslichkeit und in dem Wunsch, den anderen nicht zu verärgern, bitte ich dann um Folgendes. Sag mal, ich habe jetzt nichts zum Schreiben dabei, also ich kann keine Liste anfertigen. Kannst du mir einfach eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben, damit ich das nicht vergesse? Dann freue ich mich, wenn ich am Abend oder am nächsten Tag zum Beispiel eine WhatsApp bekomme. Hallo Ingo, denk bitte dran, vergesse bitte nicht, wir haben uns doch verabredet. Der Text, der meinen Gedanken zugrunde liegt, steht im Hebräerbrief 13, Vers 16. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott gut gefallen. Also wie eine WhatsApp-Nachricht. Lieber Ingo, du weißt ja, dass zu deinen Liedern und Gebeten, obwohl dein Gottesdienstbesuch in letzter Zeit durchaus zu wünschen, zu deinen Gebeten und Liedern noch ein Punkt dazukommt, um Gott zu danken für seine Freundlichkeit und Güte. Du erinnerst dich? Gutes tun, um mit anderen zu teilen. Sehr sympathisch, wie der Schreiber des Hebräerbriefes dies ausdrückt. Er erhebt nicht den moralischen Zeigefinger und sagt, ihr müsst dies oder das tun. Auf solch ein Erinnern kann ich durchaus angesäuert werden. Er schreibt, vergesst nicht und setzt damit voraus, dass wir um die Notwendigkeit wissen, gemeinsame Verantwortung für gelingendes Zusammenleben zu übernehmen. Wir müssen halt nur von Zeit zu Zeit daran erinnert werden. Und der Vers bleibt mir sympathisch. Was dieses Gutes tun und mit anderen teilen, denn ganz speziell für mein Leben bedeutet, das wird nicht näher beschrieben. Ob ich nun für Menschen in besonderen Notlagen spende, ob ich mich ehrenamtlich in der Corona-Hilfe beim Einlass in den Seniorenheimen engagiere oder ob ich ganz im Verborgenen dieses Gute tue und für andere Menschen bete. Egal, wo, wie oder was, darauf gibt der Vers keine Antwort. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Vielleicht, weil der Schreiber weiß, wie ich meinen Dank gegenüber Gott zu den Menschen trage, das hängt von Zufällen ab, von Situationen, in denen ich lebe und von den Menschen, denen ich begegne. Nur, dass ich irgendetwas tue, daran will mich der Vers erinnern. Und dies stört mich nicht, denn wie gesagt, also ich bin vergesslich. Amen. Wir hören nun das Lied 171 und ich denke daran zu sagen,
alle Strophen. Beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei
sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Amen. Bevor Herr Reichert noch zum Nachspiel aufspielt, verabschiede ich mich, wünsche Ihnen einen sicheren Nachhauseweg und eine gesegnete